Folgende Situation kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Der Türrahmen muss seitlich ausgefräst werden, damit die Türöffnerfalle aufschwenken kann. Oder die Falle ist fest, nachträglich kann also nichts mehr justiert oder eingestellt werden. Nicht selten klappert dann die Tür oder ist zu straff eingestellt. Wenn die Tür nicht optimal schließt, entsteht Zugluft, der Raum verliert Wärme oder man hört jedes Wort von draußen. Wie können Sie das vermeiden? Das ist Profix. Das Produkt kombiniert einen Farfix-Türöffner mit einer integrierten Fallenführung. Was bei der Montage zu beachten ist, das schauen wir uns jetzt an. Wenn Sie Profix an das Schließblech montiert haben, können Sie die Stromkabel mit den Anschlussschrauben am Türöffner verbinden. Setzen Sie dann das Schließblech in die Aussparung des Türrahmens ein. Fixieren Sie es anschließend mit Schrauben an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern. Mit Profix können die Einstellungen auf die exakte Fallenposition abgestimmt werden. Auch nachträglich ist eine Justierung möglich. Profix-Flachschließbleche sind universell einsetzbar und somit DIN rechts und DIN links verwendbar. Das bedeutet, es sind weniger Schließbleche nötig und somit ist auch wieder mehr Platz im Lager. Die Türdichtung wird nicht beeinträchtigt, weil die Zarge im Bereich der Dichtung nicht mehr unterbrochen wird. Die Tür schließt damit optimal und bietet eine bessere Schall- und Wärmedämmung. Das schmale Winkelschließblech ist darüber hinaus auch optisch ansprechend. Das Schenkelmaß auf der Spiegelseite ist verkürzt, so wird das Schließblech bei geschlossener Tür vom Überschlag der Tür überdeckt und ist nicht mehr zu sehen. Noch mehr Informationen zu Profix und weiteren Produkten von Assa Abloy finden Sie unter www.assaabloy.de.